Es ist mal wieder soweit. Es gibt neue Teile. Fangen wir aber erstmal an mit den bekannten Teilen. Wie gesagt, die Röhrchen sind jetzt ein bisschen gestutzt worden. Und ja, aus platztechnischen Gründen mussten wir das Ölsystem auch noch etwas umlegen. Ich kann es mal versuchen, hier zu zeigen. Ein bisschen scharf stellen. So. Hier war vorher das Röhrchen, was hochging. Da die Brennkammer da aber hin musste, haben wir jetzt hier ein neues gelötet. Und das ist jetzt dieses dünne, was daher geht. Das hier. Das ist jetzt die Brennkammer, die uns geschweißt wurde. Die Bleche haben wir alle selber ausgeschnitten und die Löcher reingebohrt. Nur wie gesagt, geschweißt wurde sie dann von einer externen Firma. Anschließend mussten wir nur noch hier vorne diese kleinen Aussparungen reinmachen, damit das Ganze dann auch hier dran passt. Das wird hier so reingeklemmt. So, dann sieht das so aus. Was natürlich noch dazu gesagt werden muss, die Brennkammer ist ja noch nicht ganz fertig, denn eigentlich kommen ja hier hinten noch Röhrchen rein, die dann... jetzt kann man den Stator einsetzen. Hinten. Wenn das verschraubt ist, können Kompressor und die Turbine eingesetzt werden. Hier wurden jetzt die ganzen Löcher für die Röhrchen und die Schrauben reingemacht. Außerdem haben wir das jetzt von innen auf die perfekte Passung gebracht und poliert. Wie gesagt, hier seht ihr jetzt die ganzen Löcher zur Befestigung des gefordernden Gehäusedeckels. Hinten fehlt nun hier allerdings noch die Schubdüse. Dann wird der Deckel einfach hier vorne aufgeschoben. So, dann sieht das Ganze folgendermaßen aus. So sieht das Ganze dann von vorne aus und so von hinten. Wie gesagt, hier hinten fehlt dann noch die Schubdüse, die wir entweder hier außen am Gehäuse oder in dem inneren Ring hier anbringen. Das wissen wir auch noch nicht ganz genau. Wie gesagt, die Brennkammer ist noch nicht zu 100% fertig, da müssen noch die Röhrchen eingeschraubt werden. Hier der O-Ring zum Abdichten muss noch angebracht werden, die Röhrchen müssen noch abgedichtet werden und es sind noch so ein paar kleinere Kleinigkeiten, die gemacht werden müssen, wo es noch nicht so 100% passt, wo es eventuell noch ein bisschen schrappt. Das sind aber alles Sachen, die sollten wir hinbekommen. Wichtig ist, dass wir die Schubdüse noch fertigen und dann kann man auch langsam schon über die ersten Testläufe nachdenken.